Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. WoW, wir sind bei Folge 213. Und wir questen ein bisschen weiter. Einmal um Kohle zu bekommen und einmal um vielleicht in den Genuss zu kommen einer Gruppe. Ich hatte gestern ein bisschen live gestreamt, aber ich hatte ja auch schon einen Kommentar geschrieben. Dort, wenn es einer gesehen haben sollte, dass ich kein aktives Mikro habe, beziehungsweise kein Headset am Computer. Ich habe halt nur, ich nehme immer über Handy auf. Das funktioniert ganz gut. Darüber komme ich auch ins TS. Das ist auch kein Problem. Ich kann halt nur nicht, wenn ich zum Beispiel Livestream oder so direkt mit Headset aufnehmen. Leider nicht. Wie gesagt, TS oder so funktioniert, ist halt dann über Handy, aber gleiches Prinzip. Und nach Vertonung hatte ich gelöst. Außerdem, wenn man bei YouTube streamt, lädt er das quasi direkt mit hoch. Von daher hätte ich es erst runterladen müssen. Und wieder hochladen müssen. Och, da ist es auch gedroppt. Oder das lag da rum. Das weiß man nicht. Bei dem anscheinend auch. Ich dachte nur bei Luft. Das ist ja lustig. Fünf Sekunden. Ich habe letztens einen Livestream gesehen, auch von hier vom Back to Basic, wo einer WoW, ach Quatsch, WoW, sah halt schnell PvP gestreamt hat. Ich dachte nur die Winddinger. Okay, aber wenn es alles geht, kein Problem. So. Was ist zurück? Schickt uns wahrscheinlich noch dahin. Das ist die Biokuppel. Ja, die Biokuppel ist auch cool. Vor allem sieht die cool aus. Trotzdem bringt am meisten Kohle. Können wir verkaufen. Oh, ich habe ein Geschäft für euch. Kommt bald wieder. Okay. Dann geht's weiter, 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 weiter. Hier. Bitte um Unterstützung. Oder auch nicht. So. Mensch. So, jetzt aber. Hm.
Ein bisschen aus wie bei Auge des Sturms, ne? Fand ich immer furchtbar. PvP Auge des Sturms. Ich weiß nicht. Von da immer die Hölle da. Oh, ich glaube in der Biokuppel gibt es auch anscheinend ein paar tolle Sachen für uns zu ledern. Wir müssen eh noch ein bisschen ledern, brauchen wir noch so gefühlte 20 Kilo. Und Konsortiumruf kriegen wir hier. War mal auf einem Privatserver, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Da konntest du manche Quest annehmen und die warst du direkt fertig, konntest du direkt wieder abgeben. Oh, das zum Beispiel ist cool. Wenn jetzt keine. Oh. Ah, verdammt. Gucken, ob wir was abbrechen können. Schattenmonte. Schergrad. Das steht nicht so auf Schergrad, aber wir müssen auch, glaube ich, irgendwann hin. Wenn man jetzt Kräuterkundler ist, werden die auch angezeigt. Unbedingt Buffwood herstellen und essen. So. Ich frage mich, warum wir hier Lederfetzen bekommen. Das ist ja nicht normal. Wir sind doch hier mitten im High-End-Level-Gebiet. Da kriegen wir Lederfetzen. Plötsch. Ich würde sagen, irgendwas stimmt gerade nicht. Das Seed Loot können, ansonsten müssen wir mal. Was geht denn wieder? Okay. Kurzzeitiger Bug. Und müssen wir nachher auch einsammeln. Machen. Ja, passt doch.
Ja gut, die sind ja überall verteilt, die komischen Tiere. Das war jetzt nicht so ganz der Plan. Oh gut. Die Wildtiere sind mir gut. Verliert er denn so viel Leben? Oder die geben einen Debuff? Das kann sein. Nö, kein Debuff. Du sagst der Junge. Den denn mittlerweile 35. Das hat mir dem ja alles schon beigebracht mit der Ausdauer und so. Und ich glaube, es hat nicht funktioniert. Das ist so gut, Adamantit. Das sieht so aus. Ja, die Blume fliegt in der Luft. Doch, das mit dem Fass funktioniert gut. Muss ich mal sagen. Na gut, soll es so sein, ne? Das ist so toll am Jäger, ne? Dass man direkt alles angezeigt bekommt. Kommen wir jetzt nochmal gleich. Da, der hat irgendeinen, die auf alle 3 Sekunden körperlich. Wahrscheinlich ist stuck der oder so. Kann durchaus sein. Jetzt nicht genau, oder? Eine Sekunde, da steht nur körperlicher Schaden. Das Paradies, ne? Am besten ist, wenn man, oder am einfachsten ist, wenn man da ein Druid ist, dann kann man sich alles im Flug schnipsen. Schön, schön, schön. So, dann sind wir zusammen. Doch, komische Zickzacklinien habt ihr gesehen. Blümchen sammeln.
Nach Krokodil töten. Und quasi wieder die ganze Wildnis hier ausrotten. Hat es trotzdem nicht. Den, wie viel Leder haben wir jetzt? Okay. Nicht die Welt, aber gut. Wir sind ja dran. Das passt schon. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Machen dann hier weiter. Gucken, dass wir die Fauna hier noch ein bisschen schädigen. Und die Flora. Und bis dahin würde ich sagen, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder alles Let's Play WoW. Und bis dahin, würde ich sagen, sehen wir uns. Na gut, alles klar und auf Wiedersehen.